So. Okay, wie heißt dieser Raum? Wie heißt diese Räumlichkeit, in der ich mich jetzt befinde? Der Poseidon-Tempel. Ja, ich wusste es ja. Ich habe ihn eben Neptun genannt. Sie nennen ihn hier Poseidon. Letzten Endes ist das von der Göttlichkeit an sich ja kein Unterschied. Aber was ein Unterschied ist, ist... Die Frage, die sich so mancher gestellt hat, was zur Hölle haben griechische Götter in Ägypten zu suchen? Und ich sag's mal so, das ist den Tomb Raider-Machern scheißegal. Das ist denen sowas von scheißegal. Wenn es sein müsste, würden sie auch Thor hierhin machen. Ach nee, Thor gehört ja schon zu Griechenland, fällt mir gerade ein. Ah. Die haben es mit den Göttern irgendwie immer ein bisschen verrafft. Letzten Endes ist es aber auch nicht so schlimm, weil... wie tatsächlich in Tomb Raider Underworld mal gesagt wurde, was mich ziemlich überrascht. Vielleicht ist das auch nur so eine Entschuldigung im Nachhinein. Dass viele Kulturen ein und denselben Göttern oder Gottesvorstellungen dieselben Namen gegeben haben. Das passiert. Okay, wo bin ich jetzt? Die Küstenruinen. Alles klar, Küstenruinen ist gar nicht so schlecht, denn ich wollte ja sowieso, ich habe in Erinnerung, dass dieses Pharos bla bla bla, dass das der Abschnitt unter Wasser ist. Und das überprüfen wir jetzt. Aber dann bräuchte ich ja noch eine zweite Pharos-Säule. Ja, natürlich! Diese Pharos-Säule. Das ist, wie soll ich sagen, der Pipi-Mann mit Widerhaken. Das ist die Pharos-Säule. Und genau die werden wir jetzt einsetzen, allerdings scheiße. Dann brauchen wir immer noch das auf der gegenüberliegenden Seite, richtig? Und ich bezweifle so ein bisschen, dass wir das finden werden. So allzu schnell. Wie lange werden wir noch in Alexandria verbringen? Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Vielleicht fürchte ich mich viel zu sehr vor dieser Erkenntnis. Schöne Musik hier. Generell sehr schön inszenierter Level. Aber verdammt schwer zu finden. Vor allem auch böse, dass man das Leben nicht regeneriert bekommt. Ich glaube, hier oben ging es doch auch weiter, oder? Wo ich sowas gefunden hatte. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was das ist, aber schauen wir nochmal nach. Macht ja keinen Unterschied. Okay, warst du vielleicht nur ein Secret? Nur ein Sekret? Oh mein Gott, nochmal die Bibliothek von Alexandria. Das wär's jetzt. Wo lande ich denn hier? Scheiße. Okay. Nicht so gut. Habe ich gespeichert unter Wasser? Nein. Ich bin wahrscheinlich immer noch näher dran. Ah, ich muss wieder zurück. Böse und so. Menno. Könnt ihr die Level nicht ein bisschen linearer machen? Bitte. Naja. In den Nachfolgern haben sie es dann ja auch getan. Ich habe kein Problem mit nonlinearen Spielen, nur das hier ist ein kleines bisschen übertrieben. Einfach. Für ein Action-Adventure. Es ist, das ist ja fast schon ein Soul River Niveau. Ne, es ist ein bisschen mehr als das, um ehrlich zu sein. Naja.
Wirklich nonlinear ist es ja auch nicht. Es gibt ja eine bestimmte Reihenfolge, an die man sich halten muss, um an genau ein Ziel zu kommen. Genau, Lara macht diesen Sprung. Es ist nicht nonlinear, es ist einfach nur verwirrend, um es mal kurz zu fassen. Also, den Pharos Widerhakenpümmel einsetzen. Säule nennen sie es. Aber das bringt mir natürlich noch gar nichts, weil mir das zweite Fundstück fehlt. Oder? Oder hat sich jetzt was getan? I tend to disagree. Okay, dann halt wieder raus. Ah ja, raus konnten wir nur oben durch. Aber so haben wir für später schon mal ein bisschen Arbeit übernommen und haben das Ding wenigstens eingesetzt. No. Doch, Lara, haben wir. Was denkst du, warum du gerade unten warst und dieses komische Teil in der Hand hattest? Du hast es eingesetzt. In die dafür vorgesehene Öffnung. Ja, danke Sakura, dass du mich anschreibst. Yay. Dann habe ich wenigstens einen Vorwand dazu, jetzt eine kurze Pause zu machen, weil mein Kopf explodiert. Bis gleich. Leute, die Harfe. Die Harfe. Die Rolle. Die Harfe. Und die Rolle. Wir haben eine musikalische Schriftrolle gefunden und wir haben eine Harfe gefunden. Und ich glaube, es wäre doch relativ sinnvoll, diese beiden Dinge endlich in Verbindung miteinander zu bringen. Zumindest ist das meine jetzige Plan. Eine weitere Plan wäre es, die Schriftrolle mit dem Schlangen im Schlangenraum vorzulesen. Aber ich denke, es handelt sich hierbei wahrscheinlich nur um Hinweise, in Form dieser Schriftrolle, wie man das Rätsel zu lösen hat, das ich bereits löste. Insofern machen wir einfach mal diese Idee mit der Schlange. Welche Idee mit der Schlange? Ich meine die Idee mit der Harfe. Ja, Skeletor kommt von da oben. Aufpassen, auf der 1 kann es hin wieder zu Skeletors von oben kommen. Ja, das ist mir bekannt. Deshalb möchte ich diesem Skeletor auch lieber ausweichhorn und stattdessen hier hochspringhorn. Sehr wahrscheinlich. Denn. Es gilt selbstverständlich weiterzukommen. Ja, das ist eine sehr sinnvolle, logische Schlussfolgerung, der wir stattgeben sollten. Die Harfe. Harfe, wo bist du? Komm schon, Harfilein. Oben, das heißt, wir müssen hoch. Und hoch kommen wir durch den Schlangenraum. Das heißt, wir suchen doch den Schlangenraum. Das heißt, es ist das Sinnvollste, erstmal das mit dem Schlangenraum zu probieren. Wird uns ja auch keine Zeit kosten. Nur wahrscheinlich eine Enttäuschung bringen. Aber ein Versuch, wie gesagt, ist es doch immer wert. Und wert ist auch was anderes, denn was lange währt, wird endlich gut. Und demnach müsste das hier schon längst das beste LP aller Zeiten sein. Abgesehen davon bin ich in den falschen Raum gelaufen und sollte nun in den richtigen rennen. Abgesehen davon ist es interessant, so zu sprechen, wie ein Nachrichtensprecher das tun würde. Aufpassen! Den Schlangenraum haben wir nun betreten. Als nächstes versuchen wir, die Schriftrolle, die dem Schlangenraum zuzuordnen ist, in diesem Schlangenraum zu verwenden, nur um mit Erschrecken festzustellen, dass ich sie in diesem Safe anscheinend noch nicht aufgesammelt habe. Das ist durchaus eine Enttäuschung, denn ich kann mir momentan nicht erklären, warum. Wahrscheinlich, ihr müsst das Stottern entschuldigen, der Teleprompter ist kaputt. Wahrscheinlich, ich bekomme hier gerade eine neue Meldung rein. Core Design ist scheiße. Abgesehen davon. Komm, wir beschränken das Reden ab jetzt auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche?
Ich bin ein kybernetisches Lebewesen. Menschliche Haut über einem Exoskelett. So hat sich Lara damals bei mir vorgestellt und ich wusste im ersten Moment, dass da irgendetwas nicht stimmt. Aber was stimmen könnte, ist... dieser Weg, der kein leichter sein wird, sogar steinig und schwer, aber schlussendlich uns zur Harfe führt, die es nun ebenfalls zu stimmen gilt, falls sie stimmt. Das ist so ziemlich alles andere als eine wundervolle Melodie. Ja, wir haben erfahren, dass Lara auch Harfe spielen kann. Deshalb trinkt sie auch so oft Harferbrei. Das ist Brei, der ist extra für Leute gemacht, die Harfe spielen. Und... wer spielt eigentlich immer diese Musik hier? Wieso hat die Bibliothek von Alexandria mehr als 2000 Jahre nach ihrem Untergang, möglicherweise vielleicht auch weniger, aber immer noch über 1000 Jahre nach ihrem Untergang, immer noch ein eigenes Orchester? Das kriegt noch nicht mal die Titanic hin. Oder? Ganz abgesehen davon. Das Bild da macht mir ja schon ein bisschen Angst. Haben die Bilder irgendeine Bedeutung? Ich hoffe mal nicht. Aber ja, die gesamte bisherige Bibliothek, nur um dieses Pharos-Säule zu kriegen. Und jetzt wahrscheinlich nochmal etwas im selben Umfang, nur um diese zweite Dings zu erhalten. Nein, ich hab die Wärmflasche. Yes! Sollte mich wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen hier umsehen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Und nachher wieder zurückkommen muss. Vielleicht ein weiteres Rüstungsteil, denn die suchen wir ja immer noch. Ich habe zwar einen Kommentar erhalten, dass wir gegen Ende des Levels, die erst gegen Ende des Spiels brauchen, aber ich frage mich, was passiert wäre, hätte ich das übersehen. Ah, eine Ingame-Cutscene. Die mag ich, weil ihr sie sehen könnt. Die Tafel ward dem Sand zurückgegeben, aus dem sie einst entstand, im alten Kairo nahe der Zitadelle des Saladin. Doch in einem entfernten Jahrtausend wird er einst eine Zeit heranbrechen, in der die Sterne des Orion zusammenkommen. Dann soll die Zeremonie vollzogen und Set in sein Grab verwiesen werden. Hallo, meine Liebe. Noch so ein unangemeldeter Besuch. Wie ich sehe, haben Sie die Rolle gelesen, die wir freigelegt haben. Interessante Lektüre, finden Sie nicht? Nur dann werden Sie wissen, auf was es sich bezieht. Ja, ziemlich korrekt, meine Liebe. Die Rüstung selbst ist nichts weiter als eine Kuriosität, aber in Verbindung mit dem Amulett und der Zeremonientafel wird sie zum wichtigen historischen Zeugnis, einige Jahrhunderte älter als die Bibel. Hier steht mehr auf dem Spiel als die Summe bestimmter Einzelteile von Kroy. Schon mal was von Armageddon gehört? Kann ziemlich unangenehm werden, selbst für ihre Verhältnisse. Den Geist von Seth wieder bändigen und genau um Mitternacht zur Jahrtausendwende der Statue die Rüstung umhängen und so weiter und so fort. Ich habe noch nie an solchen magischen Hokuspokus geglaubt. Dummköpfe, hinterher! Alles klar, unser liebes Mentorlein hat sich gerade aus dem Staub gemacht und möchte auch uns zu Staub verarbeiten. Hier ist ja noch eine Tür. Ah, mit Gegnerlines. Uzzis oder? Oh, das wäre gerade richtig, eine Genugtuung wär's. Ich denke, das war keine Verschwendung. Ich denke, das hat sich jetzt gelohnt, weil das waren drei Gegner auf einem Haufen. Und wir alle wissen, dass es ziemlich stinkig werden kann, wenn Gegner Haufen legen. Deshalb musste dieser Haufen so schnell wie möglich entfernt werden. Genauso wie von Kreu sich so schnell wie möglich entfernt hat. Er ist nun auf Urlaub. Im Urlaub. Auf Urlaub. Wie kommen wir eigentlich auf so eine Idee? Egal. Ja, wir haben das zweite Teil und wir können unterirdisch in diesem Wasserraum jetzt endlich weiterkommen. Hoffentlich auch die Bibliothek Alexandrias infolgedessen verlassen. Ich frage mich gerade, ob es einen Shortcut gibt zurück zu den Küstenruinen. Werde allerdings wahrscheinlich enttäuscht werden.
Aber es kann ja immer Wunder geschehen. Ich hab's gesehen und so weiter. Da irgendwas drauflegen? Nee. Ja, da haben sie ja die Schriftrolle gebändigt. Okay. Schriftrolle gebändigt. Ist ja so eine Avatar-Figur. Ich kann Schriftrollen bändigen. Zwar kein Feuer, kein Wasser, aber immerhin Schriftrollen. Ihr wisst gar nicht, wie gefährlich diese Dinger sind. Wenn man die mal überhaut, ne? Da bleibt auch nichts mehr übrig. Ihr habt das Gefühl, dass ich diese Haupttür öffnen muss. Ja, natürlich, die ist ja der Ausgang. Nee, das ist der Ausgang. Ist das ein sekundärer Ausgang, der eben noch nicht geöffnet war? Und keinen Sinn ergäbe, rein architektonisch? Nein. Okay, aber immerhin ein Ausgang. Dann gehen wir halt den langen Weg zurück zum unterirdischen Dingsbums von Pharos. Nur um dort dann letzten Endes die Wärmflasche einzusetzen. Genau das ist unser Ziel. Was auch sonst. Yay, ich muss mich umdrehen. Jetzt aber. Yay. Ein Yay darf nur angebracht werden, wenn es ein Ausdruck der Freude sein soll. Versteht ihr? Deshalb musste ich warten, bis ich das zweite Yay von mir lassen kann. Yays sind nämlich eine kostbare fossile Ressource. Man findet sie nur in Land der Bilder, in Rayman. In Yayman. Da sind diese Yays. Und die Kadaft sollte man nicht verschwenden. Denn sonst muss ich wieder ins Land der Bilder und Yays sammeln. Und das wäre ziemlich doof. Denn ich möchte so schnell wie möglich mit Tomb Raider fortführen. Alter, was habe ich gerade für eine Scheiße gelabert? Das dürfte der krankeste Scheißdreck sein, den ihr in meinen Videos jemals gehört habt. Abgesehen von dem ganzen anderen kranken Scheiß. Yo, abgesehen davon, wie oft hier von irgendwas abgesehen wird. Ja, abgesehen davon haben wir jetzt das zweite Takatukabunga und können das einsetzen. Aber wo? Hier durch diesen Spalt, oder? Ah, dieser Spalt ist schon breiter. Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Links. Das Teilkor kam links rein. Echo, hör bitte auf, mich zu jagorn. Denn Echo war ein böser Fisch und kein Delfin. Nein, nein, das ist ein Gerücht, das von Core Design nachträglich in die Welt gesetzt wurde, damit man Echo vertraut. Was war das denn? Pharos Kondom? Ich habe jetzt leider nicht schnell genug lesen können. Aber wir haben Pharos irgendwas eingesetzt und können nun in die Mitte. Oder auch nicht. Ich hasse euch. Ich habe doch beide Dinge eingesetzt. Wieso ist die Mitte? Ah, da unten die Mitte. Hätte mir jemand sagen können, dass die andere Mitte meinen. Mit Kompromissen haben es die Entwickler von Tomb Raider nicht so sehr. Kompromittiert ist hier dennoch einiges. Unter anderem dieser Raum, der mit Wasser geflutet wurde, damit ihn niemand entdecken soll. Nein, das ist die untergegangene Bibliothek von Alexandria, die perfekt nach unten gerutscht ist durch den Erdspalt. Ohne dass irgendwas kaputt gegangen ist. Deshalb ist hier auch alles noch so einwandfrei. Hallo Skeletor. Ich schieß dir deinen Kopf ab, du Penner. Ich bewerf dich gleich mit einem Kometen. Könntest du bitte aufhören? Sprengmunition. Es ist das Sinnvollste. Ammo Veluan. Explos. Oder ist es das Sinnvollste? Denn ich glaube, wir könnten dich auch anders loswerden. Via Gewehr. Aber ohne Gewehr. Aber ein Versuch ist wert.
Okay, das Skelett ist durch den magischen Boden der Bibliothek von Alexandria gefallen. Genauso wie die Logik. Und wir können... Das war schlagfertig, verdammt! Warum haben mir solche Sprüche nicht beim Planetenrätsel eingefallen? Egal. Einfältig bin ich leider nicht gewesen. Dafür sind es die Entwickler umso mehr des Häufigeren. Des Öfteren. Euch können wir so nicht öffnen. Doch leider. Ich hasse jede Tür, die man öffnen kann. Mittlerweile. Habt ihr es gerade gehört? Huh! Und genau hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ciao.